Willkommen, Freunde, zur nächsten Zuschauer-Challenge. Diesmal kommt sie von Firemind Yoshi. Challenge the another D6. Der andere D6-Charakter Isaac. Items nix, denn... Regel, du spielst ganz normal Isaac. Aber du musst, wenn du ein Item siehst, einen realen Würfel nehmen und würfeln und die Zahlen entscheiden deine Aktion. Oh weia. 1 bedeutet, nehm das Item. 2, du darfst das Item nicht aufheben. 3, rerolle mit dem Würfel und du darfst entscheiden, ob du es mitnehmen willst. 4, reroll mit dem Würfel und du musst es nehmen. Du darfst es so lange rerollen, bis du ein gewünschtes Item hast. Und die 6, Curse of the Full Clear. Oh Gott. Trinkets, no. Also das Trinket, gut, also keine Space-Items für mich. Space-Bar-Item D6, gut, nicht weglegen. Du darfst alles, also im Itemraum und Shop, bla 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 bla. würde mich freuen, wenn du Angel Deals nehmen würdest. Deine Wahl, freue mich drauf. Alles klar, viel Spaß. Na, das ist doch mal wieder eine, naja, außergewöhnliche Challenge. Auf jeden Fall greift sie in mein Real-Life ein und ich muss dann hier, ich drücke mal Pause, falls wir den Boss was schaffen wollen, greift sie hier in mein Real-Life ein und ich habe jetzt hier eine Würfel-App geholt. Hier können wir jetzt so rerollen, zack, 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 der rote Würfel. Ist jetzt eine 1, wir dürfen das Item mitnehmen. Gut, ich hoffe, wir kriegen das die ganze Zeit. Und ja, diese Challenge ist auf jeden Fall so ähnlich wie die gestern. Also ich schiebe sie irgendwie beide in eine Kategorie, die ein bisschen das Spielverhalten ändern. Aber das Ding ist einfach, ich glaube, hier gibt es weniger Missverständnisse, würde ich sagen. Auch wenn in dieser Challenge, ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Unklarheiten. Wie zum Beispiel in den Shops. Was geht in den Shops ab? Darf ich da die Items einfach so mitnehmen oder muss ich da auch rerollen? Und was, wenn ich da die 1 würfel, dann muss ich es ja mitnehmen. Aber wenn ich kein Geld habe, weiß ich auch nicht. Oh, was ist das jetzt? Okay, was ist mit der Maschine zum Beispiel? Aha, du hast auch die Maschine nicht erwähnt. So, dann lass uns jetzt mal rerollen. Gib mir die... Ich will rerollen. Gib mir 2 oder was war das? Keine Ahnung. Und. Es ist die 6. Curse of the Full Clear. Es ist Curse of the Full Clear. Ich muss die gesamte Ebene checken, aber... Das heißt, das hier darf ich rerollen? Ich reroll das nochmal. Komm schon, gib mir was Gutes. Zodiac ist zwar auch ganz nett, aber... nehmen wir Tough Love. Okay, nehmen wir Tough Love. Oder muss ich das für jedes Item einzeln entscheiden? Na, da gibt es ein paar Probleme. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt hier alles full clearen. Gut, zum Glück ist das die erste Ebene. Die ist jetzt nicht so riesig. Da haben wir noch gute Chancen, alles zu clearen. Und wir finden hier sogar einen kleinen Boss. Mit einer Batterie. Ah, okay. Da hätte ich auch auf den Zahn verzichten können. Hallo, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wahrscheinlich ist das der richtige Weg. Wahrscheinlich ist das der richtige Weg. Curse of the Full Clear heißt auch, dass ich in die Zacki-Zacki-Reime... Reime, was? In die Räume rein muss, ne? Oh, Shizzle Dizzle. So. Zack, zack, zack. Die Folge gestern übrigens, ich weiß nicht, also die hatte ein bisschen mehr Dislikes. Ich weiß nicht, ob die Challenge euch nicht gefallen hat. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes versucht, aber ich glaube, da gab es einige Messerfetischisten, was? Die... ein bisschen traurig waren, dass wir das Messer nicht mitgenommen haben. Aber wie soll ich sagen, wir sind halt... Das war halt die Challenge, Gambling Keeper und es ging darum, die ganze Zeit zu gamblen. Und da dachte ich mir, dass es eigentlich ziemlich gut reinpasst, oder? Was ist das? Infested. Ja, ich muss jetzt hier raus, weil sonst sterbe ich. Aber auf jeden Fall habe ich das halt entschieden, weil es gibt viele Leute, die mögen das Messer nicht. Es gibt viele Leute, die mögen das Messer. Und naja, hab's halt einfach so entscheiden lassen. Ne? Ich glaube, hier oben waren wir auch noch nicht, oder? Hier gibt's noch einen Raum. Ah, zum Glück eine Sackgasse. Sehr gut. Wir haben ja Curse of the Full Clear. Das heißt, wir müssen uns alles ansehen. Auch wenn es uns nicht gefällt. Kann es sein, dass ich gerade wieder übersteuere? In der letzten Folge übersteuere ich die ganze Zeit, obwohl ich eigentlich alles so habe wie immer. Voll eigenartig, Mann. Voll eigenartig. So, erstmal die Kackhäufchen zerstören. Und... ja, Curse of the Full Clear ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie nimm das Item nicht mit. Ich hoffe, wir kriegen nicht, wenn wir, keine Ahnung, Godhead bekommen. Dann sagt er, nee. Und dann weine ich. Dann weine ich sehr. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall Taschentücher schon mal bereithalten. Die Männer unter euch haben natürlich schon welche auf dem Schreibtisch stehen, oder nicht? Scherz. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich sehr viel weinen. Aber in dieser Challenge werde ich mal alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was gut ist, okay? Alles mitnehmen, was gut ist. Rackman, let's do this shit! Zum Glück haben wir den Zahn. Der macht wenigstens ein bisschen Damage, wenn er mal rauskommt und wir damit auch treffen. Okay, das war doof. So, vielleicht kriegen wir gleich den Magic Mushroom und können dann glücklich das Item mitnehmen, wenn wir die 1 rerollen. Okay, wir müssen also, die 1 ist so unser Freund in dieser Challenge, auf jeden Fall. Die 1 ist unser Freund. Komm her, komm schon, Zahnschuss. Los, Zahnschuss. Yes. Destroy him.
Sehr gut. Jede Träne hat bis jetzt gesessen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm schon, verlier doch nochmal deinen Kopf. Oh nein, der macht dieses unfaire Zeug, wo er einfach ihn spawnt. Wieso macht das nicht die ganze Zeit? Ich meine, okay, das kostet bestimmt Kraft, aber... Holy shit, guck mal. Schon sind wir am Arsch. Hör auf damit. Hör auf damit, ey. Okay. Vielleicht kriegen wir auch noch Squeezy Tears. Aber es hängt ja immer noch davon ab, was der Würfel uns gibt. Ist das die erste Ebene erst? Okay, komm. Wir würfeln jetzt. Und es ist die... es ist die 5. Was ist denn 5? Du darfst es so lange rerollen, bis du ein gewünschtes Item hast. Ja, ist gewünscht. Sehr gut. Alles klar. Gut, gut, gut. Mir gefällt diese Challenge auch schon. Aber demnächst werden wir auch Challenges spielen, die uns wieder lustige Item-Kombos geben. Okay. Auf jeden Fall werden wir eine Challenge spielen, die lustige Item-Kombos hat und vielleicht sogar extrem schwer ist. Das wäre doch meine Idee. Oh mein Gott, nicht du. Komm schon, ich will auf Devil Deals gehen oder Angel Deals, aber ich darf jetzt keinen Schaden nehmen. Ich habe kein blaues Herzchen. Es ist alles so knapp und wir könnten jeden Moment sterben. Oh, was ist das? Herglas. Gut. So. Ich habe schon Angst, irgendwelche Items zu finden. Da war ein blauer Stein, hier ist noch einer. Aber wir brauchen Bomben. Ach nee, warte mal. Herglas. So, einfach damit wir safe sind. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, ich habe schon irgendwie Angst, Items zu finden. Einfach damit wir, weil wir da rerollen müssen und wahrscheinlich das Item dann nicht mitnehmen dürfen. Das wäre ein bisschen traurig. Ich warte noch auf den Moment, wo wir irgendwie im Angel Deal Sacred Heart finden und dann rerollen müssen. Und wahrscheinlich hast du, der die Challenge erstellt hat, hat wahrscheinlich drauf gehofft. Er dachte sich, oh, geh auf Angel Deals, weil wir wollen gerne wieder sowas wie Sacred Heart oder Godhead sehen. Oh, da ist Sacred Heart oder Godhead. Und dann würfel ich 2. Du darfst das Item nicht aufheben. Nein, ich hasse meine Challenge. Genau so stelle ich mir das vor. Da ist übrigens der nächste Itemraum. Da ist übrigens der nächste Itemraum. So. Alles klar, infested. Und ja, gut, das Item will ich ehrlich gesagt nicht haben. Wenn ich jetzt eine 1 bekomme, ne, esse ich das Handy. Es ist die 3. Es ist Reroll mit dem Würfel und du darfst entscheiden, ob du es mitnehmen sollst. Willst, okay. Oh, Scapula. Ja, nehmen wir mit. Ist jetzt nicht so das weltbeste Item, aber es ist okay. So. Wir bräuchten jetzt ein paar Bomben. Wenn ich auf Angel Deals gehen will, dann will ich auch natürlich rerollen. Und dann möchte ich auch natürlich die Steine sprengen und sowas. Aber gut, gehen wir jetzt erstmal auf Devil Deals. Und wir können auf jeden Fall nicht rerollen, außer einer von euch droppt jetzt eine Batterie. Oh oh, ein Devil Deal ohne rerollen, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wie machen wir das denn dann? Ich brauche eine Batterie. Vielleicht ist im Shop eine Batterie. Und ich habe eine Bombe. Die setze ich mal ein. Vielen lieben Dank. Komm schon, bitte, Batterie, Batterie im Shop. Ja, das ist fast eine Batterie. Warte mal, ich brauche aber Money. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Die 7, ich glaube, das füllt sogar unsere Batterie wieder auf, ne? Das ist ein gutes Item. Ich glaube, das hole ich mir. Da werde ich jetzt mal nicht rerollen. So, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Money. Komm schon, das ist ein Sonderangebot. Komm schon, nur 2 Münzen brauchen wir. Stell dich jetzt nicht an, ey. Das ist eine Münze. Und die zweite befindet sich in einem dieser Feuerstellen, oder auch nicht? Hier, 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 hier. Yeah. Komm schon. Vielleicht nach dem Bosskampf. Vielleicht nach dem Bosskampf. Oh nein. Das da. Aber dann kann ich ja nicht rerollen, wenn wir jetzt gleich im Devil Deal sind. Oh, doof, 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 doof. Okay, let's go. Es ist Monstro. Okay. So. Komm her. Wir spielen auf jeden Fall nach den Regeln dieser Challenge. Das sind seine Regeln und das ist sein Moment. Auf jeden Fall Dankeschön auch an alle, die mir Challenges zuschicken. Es sind einfach zu viele. Ihr merkt es ja selber, wenn ihr die Kommentare durchschaut. Das sind meistens so um die 300 Kommentare und davon sind auch auf jeden Fall so 100 Challenges dabei. Und das ist sehr viel. Viel zu viel. So. Okay, kriegen wir eine Münze irgendwie? Okay, bei diesem Item muss ich jetzt auch entscheiden. Mal gucken, was bekommen wir hier? Die 4. Die 4 ist Reroll mit dem Würfel und du musst es nehmen. Okay, hier muss ich also rerollen. Und hier? Ey, wenn ich hier die 1 bekomme, ne, dann darf ich es mitnehmen. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir die 1 mitnehmen. Es ist die 6, Curse of the Full Clear. Das heißt wiederum, dass ich mich entscheiden darf, weil da steht nichts. Da steht nur Curse of the Full Clear. Aber ob ich das Item mitnehmen darf oder nicht, das heißt,
Bingo! Hab ich wieder gut gemacht von gestern? Ja, das Problem ist aber, jetzt kriegen wir nicht diese Batterie, aber ich will sie unbedingt haben. Ich brauche diese Batterie unbedingt. Jetzt haben wir das Messer, damit werden wir auf jeden Fall viel Schaden anrichten. Komm schon. Nein, wo ist denn eine Münze? Eine einzige Münze. Komm schon, stell dich nicht so an. Da ist bestimmt eine Münze drin, nein? Okay. Komm schon, komm schon. Hier haben wir bestimmt irgendwo... Ja. Ja. Oh, ich will dieses Klimpern hören. Dieses befriedigende Klimpern. Komm schon. Die letzte... Yes! Leute, es hat sich gelohnt, Leute. Es hat sich gelohnt. Ich habe dafür gekämpft und jetzt haben wir eine Batterie. Und, genau, wir haben die 4 gewürfelt, ne? Ne, was habe ich gewürfelt? Eben 3, glaube ich, ne? Reroll mit dem Würfel. Und ich darf entscheiden, ob ich es mitnehmen darf. Ich glaube, wir haben die 3 gewürfelt, ne? Ich habe schon vergessen. Ich glaube, es war die 3. Ach, es lädt nicht mal auf. Okay, gut. Wie ist das jetzt? Guck mal, jetzt ist die Challenge nicht so ganz durchdacht. Was passiert, wenn ich jetzt keine Aufladung habe? Eigentlich hätte ich mir noch ganz viele andere Items geben sollen, wie zum Beispiel die Batterie und sowas, damit ich immer rerollen kann. Ach, ist nur eine Spritze. Das können wir verkraften. Das können wir verkraften. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie... Oh, Flutter Cave 6L, sehr schön. Autsch. Autsch, autsch. Ich habe jetzt auf jeden Fall Devil Deal genommen. Ich habe jetzt das Mom's Knife mitgenommen. Ich mag es auch ziemlich. Damit macht es Spaß zu kämpfen. Vielleicht kriegen wir auch eine erotische Combo. Eine Batterie, die wollte ich gar nicht mitnehmen, scheiße. Egal, wir haben die Batterie, die, also, damit können wir auch noch ein bisschen Energy Storn, das ist super. So, Leute, jetzt haben wir das Mom's Knife mitgenommen. Und jetzt können sich die Leute beschweren, die Mom's Knife nicht mögen. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist echt gut, dass wir jetzt, Stars Energy haben. X-Erlebende. Na, ob ich beide Itemräume finden werde? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hoffe es zwar sehr. Ich hoffe, die sind auch einfach nebeneinander. So, guck mal, wie more fucking OP dieses Item ist. Dieses Knife, hä? Crazy. Und ich sollte vielleicht aufpassen und auf mein Leben achten. Das ist ja peinlich, wie ich hier die ganze Zeit getroffen werde. So. Oh, so befriedigend. Es geht durch wie durch Butter. Zack. Zack. Komm her. Ja, den Schlüssel können wir uns auch mitnehmen. Komm, gönn dir. So, unser Würfel ist jetzt auf jeden Fall aufgeladen, aber wir müssen ihn irgendwie jetzt... müssen die Energie rauslassen aus irgendwo hier. Irgendwo hier ist bestimmt der Itemraum. So. Ach so, Sticky Nickel, ich spreng mal. Auf Engineers gehen wir es leider nicht, das tut mir leid. Aber ich durfte es ja entscheiden und ich habe ja gesagt, wenn das ein gutes Item ist, nehme ich es mit. Wenn nicht, dann nicht. So, ich habe es nicht entschieden. Aber auf jeden Fall entscheiden wir jetzt hier gleich bei den Items... Wow! Wow! Okay, was rerollen wir? Ich halte schon mal bereit. Oh, das will ich haben. Komm, gib mir die 1, gib mir die 1! Die 1! Ja, ich darf es mitnehmen. Nice, das ist gut, weil jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Leben dazu bekommen. Bisschen ist gut, ne? So, dich ersteche ich auch mal ganz kurz. So. Okay, Pentagramm, das will ich auch haben. Damage ist immer gut. Und wir bekommen die 1. Die 3, das ist nochmal Reroll mit dem Würfel und du darfst entscheiden, ob du es mitnehmen darfst. Ja, das... Die 5 ist, du darfst es so lange rerollen, bis du ein gewünschtes Item hast. Das heißt, ich muss jetzt hier entscheiden, ob ich es mitnehme oder nicht. Ich sag ja. Nochmal rerollen darf ich nicht, weil das wäre Nummer 5. Ja, ja. Das wäre die Nummer 5. Oh, Itemraum, super. Immerhin einer. Immerhin einer. So, was haben wir hier? Ja, das ist ganz nett, um sich irgendwie zu beschützen. Weißt du, 2 Orbitals, die schützen schon ordentlich. Und hier, einmal schütteln, 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 schütteln. Und wir bekommen die 2. Die 2 ist, du darfst das Item nicht aufheben. Spielverderber, Spielverderber. Suche ich noch den anderen Itemraum oder versuche ich auf den Bossrush zu gehen? das ist jetzt die Frage. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, die können wir jetzt ganz schnell clearen. Zack, zack. Abstechen, abstechen, abstechen. Ja, das ist auch ganz gut. Ich glaube, ich... Aber was... Wie machen wir es im Bossrush? Wenn zum Beispiel 2 Items da sind, dann entscheide ich für alle, oder was? Zum Beispiel in den Itemräumen gibt es auch manchmal 2 Items. Dann entscheide ich für alle irgendwie gleichzeitig. Ja. So viel Verantwortung. Heilige Scheiße. Ich will in den Itemraum. Vielleicht kriegen wir da irgendetwas Cooles.
Etwas, was irgendwie Mom's Knife noch interessanter macht, wie zum Beispiel Spoonbänder oder sowas. Oder sowas hier. Liebe Würfel, rollt! Und wir haben... die 1, ich darf's mitnehmen. Nimm das Item, okay. Bursting Sack. Das sorgt ja dafür, dass wir jetzt keinen Schaden mehr von Spinnen bekommen. Und das finde ich gut. Denn Spinnen sind verdammt nervig. Die kommen manchmal auf dich zu und du siehst es gar nicht. Und schon bist du tot. Na gut, tot ist ein bisschen übertrieben, aber... so halbtot. So. Ach ja, das Knife. Ich mag das Knife irgendwie. Es ist voll befriedigend, wenn man das da so sieht. Oh, Mann. Let's go. Nächste Ebene. Bei Krampus, da frage ich mich auch, was wir rerollen werden. Wahrscheinlich werden wir irgendwie... hoffentlich werden wir rerollen können. Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwie... ja, okay, Krampus-Head. Was, wenn Krampus-Head droppt und ich die 1 würfel? Aber da steht ja, dass ich den D6 auf jeden Fall nicht entfernen darf. Ja, ja, ja. Das heißt, Krampus-Head werde ich dann einfach ignorieren und einfach rerollen. Auch wenn da steht, nimm das Item. Dann werde ich einmal rerollen und dann das Item mitnehmen. Das nächste, was kommt. So, ja. Gut, da setzen wir einfach mal die Regel außer Kraft, was? Boom. So, ich hoffe, demnächst werden wir mal eine Challenge spielen, wo wir... habe ich das schon erwähnt? Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich das schon in der Folge erwähnt. Auf jeden Fall eine Challenge, wo wir irgendwie so unsere Größe verändert wird. Irgendwas mit One makes you larger oder One makes you smaller. Ja, das ist verlockend. Mach ich mal. Haben wir eh das Messer, das wird easy peasy jetzt hier. Easy peasy clearen wir jetzt das hier. Autsch, okay, ich dachte, der stirbt. So. Haben wir hier ein Item drin? Ja, Steven, okay. Gut, ich werde auf jeden Fall... okay, kein Cricket, sonst hätte ich für beide entschieden. Steven, also, okay. Was ist, was wird das, die Zukunft für dich entscheiden? Okay, ich sollte die Klappe halten. Rerollen und wir bekommen... die 6, Curse of the Fool Clear. Das heißt, ich darf es hier selber entscheiden. Mitnehmen! Aber Curse of the Fool Clear... bei Curse of the Lost? Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich war. Du Doofkopf, du Doofkopf, du. Das heißt, ich muss jetzt alles clearen. Das heißt, auch in die Zacki-Zacki-Räume, okay. Ich gehe jetzt auch jetzt in jeden Raum, den ich sehe. Aha. Naja. Blaues Herzchen bekommen und verloren, so gesehen, weißt du? Okay, ich gehe hier auch rein. Zack, guck mal. Ich clear jeden Raum, ich clear jeden Raum. Oh Gott, was, wenn ich Curse of the Fool Clear in der Womp-Ebene bekomme? Ich will gar keine Items mehr. So. Scheiße, ey. Das würde echt wehtun. Das wäre richtig schmerzhaft, Mann. Das wäre richtig schmerzhaft. So. In die Luft jagen. Da ist ein Sack, den würde ich gerne haben, aber wir können ja nicht alles haben. Wir können ja leider nicht alles haben. Nein, nein, nein. Manchmal müssen wir Säcke auch zurücklassen. So. Dankeschön. Alles klären, alles klären. So, pass mal auf jetzt, pass mal auf. Da ist ein Itemraum, genau, stimmt ja. Den habe ich auch schon vermisst. Gisch, bitte rerollen, bitte rerollen. Ach, da kriegt ja eins, der, wie er schon grinst, der weiß schon, was abgehen wird. Es ist die 4. Die 4 ist reroll mit dem Würfel und du musst es mitnehmen. Okay. Monstrous Lunge. Das ist gut. Ich hätte jetzt gerne sowas wie Spoonbänder oder sowas. Oh ja, yeah, Mann. Da habe ich ja Curse of the Fool Clear gehabt, muss ich auf jeden Fall runter und noch diesen Raum da checken, der da war. Bei Curse of the Lost ist es echt nervig. So. Ich müsste vielleicht auch irgendwie sowas aktivieren wie... es gibt doch auch einen Seed, der heißt Black Candle oder sowas. Kann es sein? Wo auch alle Flüche entfernt werden. Waren wir hier schon? Ja. Es gibt, glaube ich, einen Seed, wo du dann... wo alle Flüche entfernt werden, du aber immer noch random spielst. Also ein Easter Egg sozusagen. Ein Easter Egg. Oh, hi, Brownie. Hi, Brownie. Immerhin ist das Messer jetzt ein bisschen unterhaltsamer geworden. So. Ach so, ich muss jetzt mal hier entscheiden. Okay. Und wir haben die... 1, wir dürfen es mitnehmen. Okay, gut. Das finde ich gut, weil ich würde gerne im Devil Deal eher rerollen. Okay. Mr. Krampus. Mr. Krampus gibt uns Krampus-Head. Ja, hier werde ich jetzt... ich werde es nicht mitnehmen, ne? Ich werde jetzt so lange würfeln, bis ich was zum Rerollen habe oder sowas. Oder nicht mitnehmen. Es ist die 4. Reroll mit dem Würfel und du musst es mitnehmen. Okay. Oh. Ja. Akzeptiert man. Hier lege ich noch eine Bombe.
Aha. So, und hauen jetzt ab. Ich hoffe, ich habe jetzt jede Ebene gecheckt. Ich glaube, oben habe ich vielleicht ein oder zwei Räume verpasst. Aber das ist blöd wegen diesen Flüchen, ne? Ich muss mich mal informieren. Ich glaube, da gibt es Easter Eggs. Ja, ja. So, wenn wir jetzt Spoonbänder bekommen. Oh, das wäre so abgefahren. Weil Spoonbänder, Monstrous Lunge und Mom's Knife ist einer meiner, ja, ich würde schon sagen, Lieblingskombos. Die ist schon lustig. One Week to Small. Oh, davon würde ich jetzt gerade auch sehr viele Pillen haben. Damit wir so ein kleiner Krieger werden. Kleiner Krieger der Zerstörung auf Verdammnis. So. Ansonsten fühlt sich das Ganze an wie ein normaler Run so gerade. Also der Würfel entscheidet auf jeden Fall gerade für mich. Öfters mal. Er ist auf jeden Fall gezinkt. Er ist gezinkt. Ich habe den Würfel bezahlt. Sodass er immer das Passende würfelt. Ja, 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 ja. Guck mal. So krass verarsche ich euch. So krass verarsche ich euch. Ah. Two of Clubs. Na gut, es geht auf jeden Fall besser. Aber hey. Es geht besser, aber es geht auch schlechter. Okay, ich muss jetzt mal checken, ob hier irgendwie an der Wand noch irgendwelche Laserviecher sind. Die nerven nämlich extrem. So. Perfekt. Na, ausweichen und poken. Ein Schlüssel. Gut, 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 gut. Wo sind die Itemräume? Wobei, ich habe schon Angst vor Itemräumen. Aber, Leute, wenn wir gleich irgendwie Spoonbänder bekommen und rerollen, ne? Haltet eure Taschentücher bereit. Das wird... Ich halte auch mein Taschentuch bereit, aber ich habe eine Taschentuch-App. Ich werde da reinschneuzen. Okay, let's go. Ich will das nicht haben. Reroll. Und wir kriegen die 5. Die 5 ist, du darfst es so lange rerollen, bis du ein gewünschtes Item hast. Kein Spoonbänder leider. Kein Spoonbänder. So. Goldene More Options. Okay, auf welcher Ebene sind wir eigentlich? Fuck, das bringt mir gar nichts. Ich dachte, wir sind auf Necropolis 1. Oh Mann, da habe ich ganz cool wieder, ne? Vergessen zu denken. Number 1. I don't need that. Also kann ich jetzt so lange rerun, bis ich da was finde, ne? Ja, ja, das besagt die Regel. Das besagt die Regel. Ja, ja, das finde ich auch zum Brüllen. Ach komm, wir besiegen die mal. Ist ja eh nur diese Dürre-Mom. Nicht die Wurstfinger-Mom. Oh, nice, noch eine Batterie. Ich glaube, das nehme ich sogar mit und reroll nochmal. Hey, Spoonbänder. Spoonbänder. Lazarus Rex. Weißt du was? Das nehme ich mit, einfach damit wir für den Notfall was wir haben. Weil da. Verstehst du? Gut. So, den Boss-Rush schaffen wir nicht mehr. Verdammt. Eine Sekunde zu spät. Und da hätte vielleicht auch Spoonbänder drin sein können, aber... Vielleicht auch nicht. Und jetzt kommen wir wieder in diese komische Situation, wo wir rerollen müssen, aber kein Reroll parat haben. Was machen wir denn dann? Vielleicht müssen wir dann einfach auf das Item verzichten. Oh, vielleicht kriegen wir die 1. Vielleicht kriegen wir die 1. Dann nehme ich alles mit. Komm schon. Wir rerollen, 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 bis wir die 1 kriegen und... Die 6. Curse of the Full Clear. Das heißt wiederum, ich darf wieder entscheiden. Okay, ich nehme alle mit. Ich nehme alle mit. Sehr eigenartige Challenge irgendwie. Aber diese Challenge hat sehr viele, viele Leute haben die als wow, super, toll eingestuft. Deswegen mache ich die jetzt. Die hat sehr viele Likes bekommen. Ich glaube, um die 100 oder sowas. Naja, Full Clear ist jetzt ein bisschen doof. Wie soll ich das erklären? Wir kommen hier nicht raus. Naja. Bewegen wir uns einfach jetzt mal in die nächste Ebene. Ich finde das gut, dass jetzt hier keine Itemräume sind, weil so können wir, haben wir weniger Chancen auf Curse of the Full Clear. So haben wir weniger Chancen auf Curse of the Full Clear. So, einmal poken, nochmal poken. Das sind Items, muss entscheiden, aber Space Items. Was kann ich denn da machen? Es ist die... Es ist die 1, ne? Ne, das kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich nicht mitnehmen. Okay, ich kann's einmal einsetzen hier, zack. Und zack. Gut, hat der Würfel für mich entschieden, ob ich jetzt das Buch mitnehmen darf und einsetzen darf oder komplett ignorieren. Ich hätte es bestimmt nicht trotzdem eingesetzt. Nein, 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 nein. So. Oh, das hätte ich gerne. Den Small Rock müssen wir dann auch würfeln. Okay. So. Nee, ich hätte ihn bestimmt nicht mitgenommen, die Bücher. Bestimmt nicht. Ganz und gar nicht. Nein, 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 nein. So, ja, wir sind gut unterwegs wegen dem Messer, ziemlich schnell unterwegs. Wir könnten sogar versuchen, Hash zu machen, wenn wir lustig drauf sind.
Die Bomben lasse ich liegen, weil wir sind zu cool dafür. Viel zu cool, Leute. Wir sind viel zu cool dafür. Ist hier was drin? Eine Batterie würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber wie gesagt, diese beiden Challenges wollte ich mal testen, weil die halt was anderes sind, ne? Mit der Slot-Maschine und dann gibt es halt das jetzt mit dem Würfel. Ich guck mal hier rein. Okay, ich werde wieder reingeportet. Und demnächst gibt es dann, wie ich schon erwähnt habe, wieder Challenges, wo wir auch interessante Item-Kombos haben. Ja, ja. Und dann ist doch bald schon die Woche vorbei. Wir werden trotzdem ab und zu wieder Zuschauer-Challenges spielen. Ich habe schon überlegt, das irgendwie auch anders zu nennen, weil Zuschauer-Challenges ist immer so schwer auszusprechen. Aber mir ist nichts eingefallen. Ich wollte es vielleicht CZ abkürzen. Also ZZC. Okay, das ist noch schlimmer. ZC. Genau, ZC wollte ich das aussprechen. Gott, meine Nase läuft wieder vor Aufregung, glaube ich. Oder Binding of Holly? Binding Holly? Keine Ahnung, weißt du? Das Leiden vom Holly, weil es ja Zuschauer-Challenges sind. Challenges. Nee. Ich halte jetzt einfach meinen Mund. So. Okay, ja, die Kiste öffne ich mal, wenn wir schon dafür gekämpft haben. Danke, danke, danke. So. Ich wurde auch in der letzten Folge mal gefragt, wieso ich denn so viele Health-Ups übersehe. Da wusste ich aber gar nicht genau, was gemeint ist, weil ich lasse ja auch oft rote Herzchen liegen, wenn ich zum Beispiel den Polaroid haben möchte. Dann will ich gar nicht volles Leben haben, sondern ich lasse die Herzchen liegen. Ja, knallhart. Knallhart, Mann. Jetzt kommt der Bosskampf. Hoffentlich nicht Curse of the Full Clear, wobei wir haben ja schon fast alles geklärt. Die Bombebene ist schon die 6. Uiuiui. Okay, Devil Deal, hier darf ich jetzt entscheiden. Wir haben zwei Aufladungen, sehr gut, das heißt, ich kann hier für beide entscheiden. Und wir kriegen die 1, ich darf es mitnehmen, okay. Und hier kriegen wir Sensen. Oh, ein bisschen Damage ab, nicht schlecht, aber Brimstone wäre natürlich noch cooler. Es ist die 2. Du darfst das Item nicht aufheben. Das ist ein Tenet-Shit. Rein hier. Mist. Kackwurst. So. Dann lass mal den Boss finden. Ich würde mich gerne hier so durchsprengen, weil, wie soll ich sagen, ich habe richtig Bock, diese Räume hier zu clearen. Aber wenn wir schon halb fertig sind, dann just do it, wir es einfach mal. Just do it, wir. Meine Wortwahl ist toll. Nein, diese Kisten will ich nicht öffnen. Die sind nie gut. Die haben denselben Inhalt wie diese Kisten. Ich habe da noch nie ein besonderes Item rausgeholt, was es irgendwie nur in diesen Kisten gibt, ganz ehrlich. Aber vielleicht, weil ich es nicht so oft getan habe. Vielleicht hat das niemand so oft getan und keiner weiß, was diese Kisten genau droppen. Ha? Interessiert es keinen? Okay, dann halt nicht. So. Zack. Komm her. Sehr gut. Der nächste Bosskampf. Hoffentlich kriegen wir. Ich weiß gar nicht, ob ich zu Eclipse jetzt zu Hasch gehe. Weil das könnte immer noch ein sehr. Ja, wir haben sogar nicht mal den Polaroid-Effekt, weißt du? Ich glaube, Hasch lassen wir. Hasch wäre jetzt irgendwie voll ultimativ anstrengend und unnötig. So. Oh, Duck Bam. Okay, warte mal. Bevor ich hier würfel, muss ich mal ganz kurz Mrs. Wurstfinger töten. Sehr gut. Und nun, würfel los. Ja. Und es ist die 6. Curse of the Full Clear. Ich hasse dich. Aber hier darf ich jetzt selber entscheiden, was? Nein. Oh Gott. Aber ich nehm's mit, damit wir den Polaroid-Effekt haben. Curse of the Full Clear. Hey, es ist eine Womp-Ebene. Womp-Ebenen machen Spaß. Umgekehrte Psychologie und sowas, weißt du? Die machen voll Spaß, Mann, diese Womp-Ebene. Guck mal, oh, diesen Boss hätten wir jetzt nicht gesehen, hätten wir nicht einen Full Clear machen müssen. Ich hätte auch einfach den Devil Deal ignorieren können, weißt du? Und dann hätte ich keine 6 würfeln müssen. Dann hätte ich keine 6 würfeln müssen. Zack, 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 zack. Okay. Na, komm her. Einmal kurz alle wegpoken. Und da geht's ja noch weiter, verdammt nochmal. Gut, ich freue mich jetzt über jede Sackgasse. Hey, das ist, guck mal, Full Clears haben jetzt was Gutes. Ich freue mich ausnahmsweise mal über jede Sackgasse. Früher habe ich geweint über jede Sackgasse. Jetzt freue ich mich über jede. Dankeschön, du therapierst mich. Ah. Das ist aber süß. Und diesen blauen Stein hätten wir nicht gefunden. Ah, toll. Und die goldene Kiste hätten wir nicht bekommen. Die wahrscheinlich nichts Tolles drin hat. Wahrscheinlich Cricket's Head.
Oh, Goathead. Oh, den hätte ich jetzt gern mitgenommen. Nein, will ich gar nicht. Der bringt mir ja gar nichts mehr. Reroll. So. SSD 5. Du darfst es so lange rerollen, bis du ein gewünschtes Item hast. Ja, das ist doch... Ja, komm. Jetzt sind wir ein kleiner Beyblade. Miau. Nice. Ja, wir sehen schon cool aus. Wir haben auf jeden Fall einen Style-Faktor. So. Komm her. Ja, sehr schön. Und jetzt rein da. Perfekt. Wir haben es gleich geklärt, alles, Leute. Sagt er, und noch weitere Ebenen öffnen sich oder Türen. So. Hier können wir jetzt... Ja, muss ja, ne? Full clear. Ich muss alles hier öffnen. Meine Güte. So, immerhin sehen wir jetzt cool aus. Das ist schon mal etwas Tolles. Wir sind Meister des Messers. Guck mal, die Leute, die vielleicht irgendwie traurig waren, dass ich das Messer in der letzten Folge nicht mitgenommen habe. Jetzt haben wir hier aber sehr viele Messer. Guck mal, ich schieße Messer in alle Richtungen und was weiß ich. So. Da gab es eine goldene Kiste, die müssen wir öffnen. Vielleicht kriegen wir da noch ein Item. Nee, aber Schlüssel. Gut. Da haben wir jetzt einen verbraucht und einen wiedergekommen. Gekommen? Was? Bekommen. So, ouch. Ich sollte ein bisschen aufpassen auf mein Leben, nur so ganz nebenbei. Oh, die Maske. Reroll. Und wir kriegen... Na, würdest du mal aufhören? Die 5. Du darfst so lange rerollen, bis du... Okay. Verdammt nochmal. Okay, hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Immer diese Enttäuschung, wenn man da irgendwie ein Item mitnimmt und dann... Ach ja, wir haben ja Empty Vessel, genau. Deswegen habe ich diesen Polaroid-Effekt. Ja, nimm die Bomben mit. Wir werden jetzt eh nicht mehr zurückkommen. Zum Glück. Denn wir haben jetzt alles geklärt. Na gut, diese Pille könnte eine 48-Hour-Energy-Pille sein. Jetzt bin ich aber interessiert. Was ist das? Naja. So, los geht's. Also, jetzt würde ich Hasch auf jeden Fall nicht machen. Mit 3 Herzchen? Na gut, wenn wir sterben, kommen wir noch mit Lazarus wieder, aber ne. Curse of the Blind. Oh Gott, was passiert denn mit Curse of the Blind, ey? Wenn ich das jetzt bekomme in der Chest-Ebene, das wäre ja bitter. Das wäre ja richtig bitter. Ich würde mich auf jeden Fall gerne durchsprengen, aber ich will auch meinen Würfel aufladen, einfach damit wir in der Chest direkt rerollen können. Scheiß auf die Bomben. Die kann niemand anderes haben. Okay, ich sollte aufpassen. Bitte nicht. Oh nein. Ja, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Bob's Brain wahrscheinlich. Oh oh. Es ist die 2. Du darfst das Item nicht aufheben. Ich danke dir. Ich danke dir, App. Ich danke dir. So, das Problem ist jetzt echt, dass ich dann wieder Curse of the Full Clear bekommen könnte. Nein, das lohnt sich jetzt nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, die Münzen. Was bringen die mir schon? Nein, ich will meinen Schlüssel behalten für die Kiste. Oh oh. Houston, we have a problem. A very big problem. A problem with no good solution, ey. Ach, ich brauche Leben. Oh oh. Na gut. Dankeschön. Ich will es auf jeden Fall lebendig in die Chest schaffen, weil da könnten wir Spoonbänder bekommen. Ich lebe gerade nur noch für den Spoonbänder. Ich lebe immer noch. Hilfe. Okay, weg mit dem. Oh mein Gott, ich lebe immer noch nur für den Spoonbänder. Wir können gleich auf jeden Fall Strength einsetzen. Und dann sind wir auf jeden Fall erstmal geschützt, so ein bisschen. Im Kampf. Aber wie soll ich denn die Chest überleben? Ist hier vielleicht irgendwie ein Runenraum oder irgendwie ein Superraum? Nein. Aber der ist bestimmt hier, oder? Da. Ja. Alter, bloß nicht sterben jetzt. Wo sind die alle? Ist das der letzte? Gut, Anzus haben wir. Gut. Degas! Oh! Oh! Haglas! Beccano! Jera! Gib mir Kisten! Warte mal. Hallo, Jera. Und da haben wir jetzt aber ordentlich Items, die ich da rerollen kann. Und wir haben mehr Chancen auf Spoonbänder. Ich hoffe, die kommen es wirklich noch so gut, wie ich sie in Erinnerung habe. Vielleicht hatte ich auch noch mehr Items.
Kann auch sein, dass es Brimstone Spoonbender war und das dann ultimativ gut aussieht. So. Gut. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall in die Form bekommen, wo er keine Schwierigkeiten mehr macht. So gut wie gar keine. Okay. Muss jetzt nur besser treffen. Ui, guck mal, ich bin ein Mixer. Mama, guck mal, ich bin ein Mixer. Bist du jetzt stolz auf mich? Und du hast gesagt, aus mir wird eh nie wieder was. So. Schnief, schnief. Okay. Erstmal Geran. Jetzt haben wir natürlich nur zwei Schlüssel zu wenig. Tiny Planet. Oh mein Gott, wenn ich jetzt die 1 rerolle, muss ich Tiny Planet mitnehmen. Es ist die 6 Curse of the Full Clear. Warte mal. Curse of the Full Clear. Vielleicht kriegen wir dann Schlüssel. Das heißt also, hier kann ich jetzt selber entscheiden, was ich mitnehme. Soll ich mal Tiny Planet mitnehmen? Einfach Just for Lulz. Just for Lulz, das nehme ich auch mit hier. Ich glaube, den Rest reroll ich sogar. Oh mein Gott, guck mal, wie die rumfliegen. Das sieht ja cool aus. What the fuck? Guck mal, das sieht ja cool aus. Ja, nee. My Reflections jetzt auch noch. Oh Gott, was bastel ich hier zusammen? Ich will es gar nicht wissen. What the fuck? Okay. Was ist das denn für eine Kolle? Eine richtig kolle Combo. Okay. Wir brauchen jetzt unbedingt Spoonbender. Wir brauchen jetzt unbedingt Spoonbender oder Set Bombs und Epic Fetus, sowas halt. Wie töfte ist das denn? Oh. Das ist ja die Combo, die man immer so angeteasert bekommen hat von Edmund und Tyrone. Im Block. Okay, hier muss ich jetzt auch entscheiden. Reroll oder behalten. Und wir kriegen die 4. Die 4 ist Reroll mit dem Würfel und du musst es nehmen. Okay, gut. Das heißt, das werde ich als nächstes machen. So, komm, ich muss aber aufladen, damit das noch cool aussieht. So, Alter, wie die um mich herumfliegen. Das ist schon episch, Mann, wie das aussieht. Please don't die, please don't die. Wow. Okay, 2 Aufladungen noch. Die gibt es hier in diesem Raum. Und solche großen Räume geben mir immer 2 Aufladungen. Okay, das ist jetzt aber echt irgendwie gerade... Ach du Scheiße. Okay. Mein Spoonbender würde wenigstens in ihre Richtung fliegen. Sehr schön. Das heißt, Brownie hat so gut wie kein Leben mehr. Ja. Sehr gut. Oder sowas. Keine Ahnung. Stopp. Kleines Kackhäufchen. So, rerollen soll ich hier. Ja gut, Little Steven nehme ich jetzt mal mit. Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht auf noch ein Item. Weil ich möchte lieber da oben rerollen, wo wir viele Möglichkeiten haben. Ich glaube, das sind noch 3 Items, oder? Die ich mir holen kann. Das ist echt eine coole Messerkombo, Mann. Das ist auf jeden Fall, hat sich gelohnt, hier ein paar lustige Sachen damit zu kombinieren. Aber es ist trotzdem sehr schwer, noch Gegner zu treffen. Wirklich sehr, sehr schwer. Oh mein Gott. Aber es hat uns, glaube ich, gerade hier das Leben gerettet. So. Ho. Give me Spoonbender, give me Spoonbender. Ja, wäre ich auf Angel Heels gegangen, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich Godhead gefunden oder so, hätte dann den Homing-Effekt, aber dann hätte ich kein Messer. Vielleicht in der Chest, aber dann hätte ich vielleicht kein Tiny Planet. Oh Mann. Junge, ich kann die Messer überhaupt nicht kontrollieren. Es sieht sehr verwirrend aus und es ist auch verdammt verwirrend, das kann ich euch sagen. Oh mein Gott. Warte, das öffne ich jetzt nicht. Das öffne ich jetzt nicht, denn ich will einen Reroll erstmal für diese Kiste dort bekommen. So. Eieieiei. Du hättest vielleicht noch in die Challenge reinschreiben sollen. Ich weiß nicht, ist mir gerade spontan eingefallen, aber wie wäre die Challenge noch, wenn ich nur in Itemräume reingehen könnte oder nur Kisten öffnen dürfte? Oder Devil Deals nur betreten dürfte, wenn... wenn ich halt Aufladungen habe. Junge, sieht das episch aus. Nur wenn ich halt den Würfel aufgeladen habe. Oh nein, The Miner. Oh, bitte gib mir das. Gib mir die Eins. Es ist die... Was ist das? 3. Reroll mit dem Würfel und das entscheiden, ob du es mitnehmen willst. Okay. Scheiße. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal entscheiden. Das heißt, die Aufladung verschwindet wieder. Okay, das ist ein bisschen kritisch hier, das Ganze.
Aber machbar. Sehr gut. Komm schon, du hast noch kein Leben mehr. Ich muss dich nur noch anpusten. Nein. Und jetzt auch noch dieser hier. Oh nein. Oh nein, Probleme. Wo ist der andere? Ich will den anderen finden. Der spawnt in mir, das ist mein Ende. Das ist mein Ende, der spawnt in mir. Nein, ich lebe noch. Alles gut, hör auf zu kreischen, Holly. Ach du heilige Scheiße, nein! Wir sind gestorben. Wir sind gestorben, wir sind gestorben. Aber ich habe dafür lustige Kombos mitgenommen. Es tut mir sehr leid, wenn ihr erwartet habt, dass ich diese Challenge schaffe. Aber irgendwie machen die mich immer fertig. Und dann ist mein Gehirn ganz verwirrt. Und ich weiß nicht mehr und dann renne ich nur noch gegen Wände. Das ist manchmal sehr eigenartig. Aber gut. Immerhin hatten wir eine lustige Kombo. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt gegen eine Wand laufen.